Der Markt für Fitnessarmbänder kommt eigentlich derzeit erst richtig in Schwung, obwohl die gibt es eigentlich schon ein bisschen länger oder auch schon seit ein, zwei Jahren. Der Boom ist aber jetzt im Prinzip erst richtig angefangen und ich habe mir jetzt auch ein Fitnessarmband besorgt und zwar den, wie heißt das eigentlich, den Polar Loop, das Polar Loop Fitnessband, das Band, ich weiß es nicht. Polar Loop habe ich mir geholt von der Firma Polar und das ist ein Fitnessarmband oder halt eben Fitness-Tracker, wenn man so will. Und wir fangen am besten einfach mal an mit dem Unboxing, wobei Unboxing zu viel gesagt ist, weil in der Verpackung, das ist hier so eine schöne dreieckige Verpackung, nicht wirklich viel drin ist. Da ist einfach praktisch nur hier diese stylische Verpackung. Dann ist dieses Armband halt eben da drin. Dann dazu gibt es halt eben noch so ein Maßband, damit man das Armband auch einstellen kann. Das kann man sich dann hier so ausschneiden. Und dann ist da noch eine, was ist denn das hier? Was bist du? Importante, wichtige Information. So ein Blättchen dabei, ist aber auch keine wirkliche Beschreibung. Das meiste kann man eigentlich online erledigen. Und was noch dazu gehört, ein USB-Kabel, das auf der einen Seite ganz stinknormal ein USB-Stecker ist. Und auf der anderen Seite, das ist aber jetzt neu, ist es nicht ein normaler USB-Stecker, sondern ein magnetischer Stecker, der dann auf die Uhr kommt. Dieser wird ganz normal praktisch bei dem Armband hinten rein und zwar da, sieht man das genau, da wieder reingesteckt und da er magnetisch ist, hält er dann auch von alleine und wird dann so praktisch wie das Ganze geladen. Die ganze Uhr ist aufgeladen innerhalb von einer Stunde so ungefähr und soll dann angeblich je nach Nutzungsdauer zwischen 3 und 6 Tagen ungefähr halten. Weiß ich nicht, da sie ja noch neu ist, kann ich es noch nicht ganz genau sagen. Deswegen jetzt erstmal so ein erster Eindruck. Dieser Stecker, ich hatte mich erst gewundert, wenn das Ding soll nämlich auch, deswegen habe ich mich auch für das, für den Polarloop entschieden. Das ist nämlich das einzige Ding, was richtig wasserdicht ist. Das heißt, das ist nicht nur zum Duschen geeignet, sondern man kann auch was schwimmen gehen. Denn da ich nämlich angefangen habe, schwimmen zu gehen, wollte ich auf jeden Fall eins haben, was auch während des Schwimmens das Ganze trackt, sondern nicht nur während des Joggens oder Fahrradfahrens, weil das mache ich ja eben nicht, sondern halt eben nur arbeiten und halt schwimmen gehen. Und da hatte ich mich schon gefragt, wie das mit dem USB-Sticker überhaupt zusammenhängt. Aber na gut, dafür, dass es so magnetisch ist und dann so halt so geladen wird, völlig okay, völlig im Rahmen das Ganze. Ich habe das gestern dann das Ganze schon mal ausgepackt und mir dann schon mal die App eingerichtet. War ein bisschen tricky. Ich schreibe das mal in die Videobeschreibung rein. Und zwar, wer das Ganze unter Linux einrichten wird, möchte, der wird sich wundern, was für ein Installationsmarathon er durchmacht. Und bevor er 5 Stunden googelt, so wie ich gestern, ich habe gestern, glaube ich, weiß ich gar nicht, 3,5 Stunden habe ich gestern gebraucht, nur um das scheiß Ding ans Laufen zu kriegen. Also sprich, weil man sich online registrieren muss, einmal bei dem Armband und dann die App einrichten muss. Das geht halt eben nur mit einem PC und nicht über Handy. Das Ganze kann man dann aber, wenn man es dann einmal eingerichtet hat, dann kann man das Ganze auch übers Handy laufen lassen. Das ist nämlich ein Riesenvorteil, weil man dieses Tracking oder das Synchronisieren dann auch komplett damit dann drüber machen kann. Und das hat mir schon mal ganz gut gefallen. Sieht jetzt erstmal noch relativ unspektakulär aus. Ist aber noch, Moment, wir gucken hier, Aktivität. Aber das habe ich ja auch gestern, wie gesagt, heute erst eingerichtet. Von daher wird das erstmal noch, werde ich das in den nächsten Tagen erstmal ausgiebig testen und dann kommt nämlich mal ein ausführliches Review dazu. Warum habe ich mir ein Fitnessarmband geholt? Ganz einfach, weil ich, wie ich in meinem, wann ist das, wie lange ist das denn her? Das ist bestimmt schon 10 oder 15 Vlogs her. Da habe ich ja mal gesagt, dass ich abnehmen will, aber ohne Diät. Sprich, ich möchte abnehmen, indem ich, weil Diäten ja sowieso quatschen. Abnehmen tut man eigentlich nur, indem man halt eben entweder weniger Kalorien oben in sich reinstopft, als man verbrennt, oder halt eben man mehr Sport macht oder sich mehr bewegt und es dann Latte ist, was man eigentlich isst. Denn was ich nicht will, ist eigentlich mein Essensverhalten einschränken. Ich esse auch immer noch mal gerne zwischendurch mal einen Lutscher, einen Kaugummi, einen Bonbon und auch eine Tüte Chips und auch mal mehr. Man kennt das, wenn man eine Tüte Chips angefangen hat, dann ist das immer erstmal grauenvoll, da wieder aufzuhören. Deswegen will ich das gar nicht. Ist aber nicht übermäßig, was ich da wirklich esse, sondern bei mir war es einfach nur zu wenig in Bewegung. Und deswegen habe ich mir jetzt diesen Fitness-Tracker geholt. Der soll das Ganze einfach nur, ja, nicht überwachen, sondern ich habe das Ganze einfach im Blick, wie oft bewege ich mich wirklich. Und dann kann man das halt tagesgenau aktualisieren. Und wie ich schon gesagt habe, habe ich angefangen zu schwimmen, weil ich Schwimmen für mich als Sport entdeckt habe. Ich habe auch lange, sehr lange überlegt, was für einen Sport könnte ich machen. Und ich glaube, jeder sollte seinen Sport eigentlich selber finden. Es gibt Leute, die haben voll Bock auf Schwimmen, die sollten auch schwimmen gehen. Die Frage ist, was soll man selber machen, wenn man abnehmen will?
Sport ist klar, also sprich, sich mehr bewegen. Man kann natürlich auch Treppen hoch und runter laufen. Man kann einfach auch nur spazieren gehen. Ist eigentlich völlig wurscht, was man macht. Wichtig ist halt nur, dass man was macht. Und dabei unterstützt einem ja auch dieser Fitness-Tracker oder dieses Fitness-Armband, weil man dann kontrollieren kann, nicht hundertprozentig genau, aber man kann zumindest sehen, hör mal, hast du dich genug bewegt oder hast du dich nicht genug bewegt? Das teste ich jetzt in den nächsten paar Tagen mal, damit ich da das ausführliche Review zu machen kann. Aber auch, um nochmal auf den Sport an sich zurückzukommen. Wichtig ist, dass man halt irgendwas findet, was einem selber liegt oder was einem selber gefällt. Ich habe erst überlegt, sollst du Badminton spielen, habe ich früher mal gemacht, habe jetzt aber keinen Schläger mehr, habe ich auch irgendwie keinen Bock mehr zu gehabt. Dann habe ich überlegt, Joggen, nee, habe ich auch keinen Bock zu. Fahrradfahren ist okay, ich habe auch ein ganz gutes Fahrrad, habe ich aber auch keine Lust zu, ist mir gerade der viel zu kalt, weil wir halt eben der böse Minusgrade haben. Und dann fiel mir halt ein, dass ich wieder mal schwimmen gehen könnte, denn ich war mit Sicherheit, boah, wie lange war ich nicht schwimmen? Irgendwas zwischen 6 oder 8 Jahre war ich schon nicht mehr schwimmen, weil ich einfach auch viel zu viel gearbeitet habe. Problem wieder bei den Kalorien war halt eben, ich habe zwar viel gearbeitet, aber nicht so viel gearbeitet, dass es körperlich mich so angestrengt hat, dass ich dadurch abgenommen hätte. Dann in den Wintermonaten arbeiten wir generell immer weniger, weil logischerweise weniger los ist. Ich bastel dann viele Sachen, das heißt, ich mache körperlich schon recht viel, aber nicht so ausdauernd oder ausdauernd, dass es irgendwie so als Sport gelten könnte. Deswegen habe ich gedacht, jetzt machst du noch irgendwas anderes und ich versuche jetzt halt eben das mal durchzuziehen, dass ich so 2-3 Mal die Woche schwimmen gehe. Gestartet bin ich mit 115 Kilo in dem letzten Vlog, also vor 10 Vlogs war das ja so ungefähr. Da hatte ich ja, bin ich ja umgestiegen auf Wasser trinken. Trinke ich jetzt nur noch Wasser? Nein, auch nicht. Quatsch. Ziel war es bei mir eigentlich, dass ich meine Ernährung langsam, aber kontinuierlich umstelle und habe dann gesagt, so, ich will jetzt einfach nur Wasser trinken. Dabei trinke ich jetzt nicht nur noch Wasser zu 100%. Ich trinke auch mal morgens gerne eine leckere Vanillemilch oder einen leckeren Kakao zum Frühstück. Versuche allerdings die Croissants wegzulassen, so ungefähr, also alle diese ganzen Dickmacher, sondern versuche dann halt eben auch mal mehr so ein Vollkornbrötchen zu essen oder irgend so ein Körnerbrötchen, wenn es halt nur Mohnbrötchen ist, völlig wurscht, Hauptsache es ist halt eben nicht irgendwas, was oberendemäßig mit Butter voll gepumpt ist. Und dann trinke ich abends oder zwischendurch auch mal gerne so eine Fanta. Ich habe so eine geile, zeige euch irgendwann nochmal in einem anderen Vlog, so eine geile Bio-Fanta oder Bio-Limonade, ich weiß gar nicht, auf Bio habe ich gar nicht geachtet, sondern ich habe aber gedacht, oh cool, so eine Fanta mit so einem Bügelverschluss, schmeckt auf jeden Fall so, wie die früher in den 80er Jahren die originale Fanta mal geschmeckt hat. Und das trinke ich zwischendurch auch mal ganz gerne. Habe aber angefangen, halt eben mehr Wasser zu trinken. Also sprich, nicht nur noch süßes Zeug, sondern halt eben generell halt eben zwischendurch immer mehr Wasser. Die ersten Erfahrungen sind, dass ich nach 1, 2 Wochen jetzt, oder beziehungsweise jetzt sind es ja schon, glaube ich, 4 oder 5 Wochen, der Vlog ist ja schon länger her, habe ich gemerkt, dass ich zwischendurch auch einfach gar keinen Bock mehr auf Fanta habe oder irgendwelche süßen Getränke. Ich habe ja früher auch ganz viel Cola Light getrunken, habe ich in diesem Vlog ja auch mal gesagt, trinke ich jetzt gar nicht mehr. Seitdem habe ich nicht einen einzigen Tropfen Cola mehr angerührt. Ja, ich habe mittlerweile auch Verlangen nach Wasser, kurioserweise, wobei ich Wasser früher überhaupt nicht mag. Das ist nämlich auch so eine Geschichte. Nicht Mineralwasser ist nicht Mineralwasser. Und wenn man diese 0815 Mineralwasser trinkt, dann müssen die nicht unbedingt immer gut schmecken. Es gibt welche, zum Beispiel von Lidl oder Aldi, die schmecken mir immer so säuerlich. Und dann kriege ich Sodbrennen und dann mache ich da auch kein Wasser von trinken. Und dann habe ich einfach mal, bin ich in den örtlichen Supermarkt gegangen und habe mir einfach mal dann ganz wild mal 5, 6 Flaschen rausgesucht. Aus allen Preisklassen und habe die einfach mal probiert, bis ich dann ein Wasser gefunden habe, wo ich gesagt habe, jo, der schmeckt Tüfte. Und so mache ich es halt eben, dass ich morgens halt eben eine Vanillemilch oder einen leckeren Kakao trinke, da ich ja kein Kaffeetrinker bin. Zwischendurch auch zum Essen mal eine leckere Fanta oder halt, was ich, was gibt es sonst noch, irgendwie eine Apfelschorle oder sonst was. Aber sonst greife ich halt eben auf Mineralwasser zurück, nämlich immer so Medium so ungefähr. Und das war ja das Ziel des Ganzen, dass man halt eben keine Diät macht, sondern einfach seine Ernährungsgewohnheiten umstellt und das dann so, ja, so langsam wie, ja, nicht so langsam wie möglich, so schnell wie möglich, aber so langsam wie nötig. Der eine kann das schnell, das heißt, der eine kann von einem im Gehirn umschalten und sagen, ich trinke ab heute nur noch Wasser, ab heute gehe ich 10 Kilometer joggen oder sonst was. Andere können das halt eben nicht, ich kann es auch nicht. Deswegen bin ich eher so dieser schleichende Prozess, das Ganze. Habe in dieser Zeit auch schon 3 Kilo abgenommen, also sprich, ich habe ganz normal weiter gegessen. Ich habe auch mir zwischendurch echt mal vom Fernsehen eine ganze Tafel Schokolade und noch eine Handvoll Gummibärchen reingepfiffen oder auch mal eine Tüte Chips oder sonst was, da ich an so einer Tüte Chips auch nicht einfach so vorbeigehen kann und habe dann einfach ja, ganz normal weitergegessen, habe aber gesagt, einfach auf süße Sachen, süßes Wasser oder naja, Fanta, Spreit und sowas weitgehend verzichtet und habe dadurch einfach schon 3 Kilo abgenommen, ohne dass ich es im Prinzip wirklich merke. So, jetzt sollte das ja eigentlich so ein Unboxing sein. Naja gut, Unboxing haben wir ja durch, ist nicht wirklich
dramatisch viel zu sagen. Ich werde es jetzt in den nächsten Tagen testen, auch in Verbindung mit dieser App. Werde nochmal gucken. Ich schreibe das andere, wie das unter Linux geht. Für den einen oder anderen erkläre ich das jetzt nicht hier. Das wäre jetzt zu wiggelig. Packe ich nochmal ein paar Links in die Beschreibung rein. Schreibe hier auch nochmal rein. Das ist übrigens hier so ein Mittelklasse-Modell. Die gibt es halt eben von, keine Ahnung, ab 20 Euro auf jetzt bis 400 kriegt man solche Dinger. Das ist so ein mittelpreisiges Modell für 75 Euro. Werde ich jetzt ausgiebig testen. Wie gesagt, ich deswegen, weil ich schwimmen gehe, halt, damit ich es auch dann bei Schwimmen nicht ausziehen muss. Und den Rest klären wir dann in dem Vlog, wo ich das ausführliche Review davon mache. Dann habe ich dann auch komplett Analyse und sowas alles. Ja, das war's für heute. Ihr kennt das. Wir sehen uns im nächsten Vlog wieder. Und bis dahin und tschüssi.